Und so kann man sitzen bleiben? Ja. Sieht ein bisschen so home-mäßig aus, ne? Home-mäßig? Yo, Bats, heute ein kleines Community-Video. Es ist Dienstag, 14 Uhr, ihr seid live dabei. Und wir beantworten Fragen. Yes, fucken wir mal nicht hier lange rum. Und ihr habt uns auf Twitter, Facebook, YouTube und YouNow Fragen gestellt. Unter dem Hashtag AskBam. So, wir können natürlich nicht alle Fragen nehmen. Genau. Aber wir haben die coolsten genommen, ne? Und wir würden uns das dann gut vorstellen können, immer wieder zu machen, ja, wenn ihr Bock drauf habt. Okay, erste Frage geht über Twitter von Legrand Official. Kommt ihr mal nach Berlin? Darf ich euch dann mal sehen? Ja, wir kommen nach Berlin. Aber du darfst uns dann nicht sehen. Richtig. Wir verbieten es dir, uns anzuschauen. Aber wir wissen noch nicht genau, wann. Genau, wir kommen nach Berlin, wenn wir Lust haben. Also wenn wir nach Berlin kommen, dann schreiben wir es auch hin. Genau. Ja. @DCelly, wie seid ihr zum Tanzen gekommen? Das ist eine Frage, glaube ich, an uns beide, ne? Nein, das ist an mich. Ja, das ist schon ein bisschen länger her. Ich glaube, vor 8 Jahren, ne? Ja. Aber es ist ja nur, wie seid ihr dazu gekommen, ne? Wie wir dazu gekommen sind. Wir haben schon seit kleine Kinder angefangen zu tanzen. Auf jeden Fall, Music Instructor Get Freaky war unser Top-Hit. Ja. Kann ich bestätigen, die kleinen Kinder, die haben als kleine Kinder haben die. So. Diana Drew Bizzle. Wie kommt ihr darauf, YouTube-Videos zu drehen? Sowas haben wir eigentlich schon immer geplant gehabt, schon damals. Bevor es überhaupt YouTube gab. Ja. Wir dachten, irgendwann erfindet jemand YouTube und Jahre später fangen wir an zu drehen. So ist das. Und nee, in der Schule haben uns immer unsere Freunde gesagt, ihr habt das Potenzial, ihr seid lustig, macht doch mal einen Channel auf. Aber dabei hatten wir schon lange einen Channel, schon seit 2010. Da hatten wir aber nur Musik hochgeladen und da haben wir uns gedacht, ja, warum nicht auch jetzt hier einfach irgendwie... Karl Schäfer fragt, wie seid ihr auf den Namen gekommen? Baboom, wir waren mal trinken. Jägermeister, habe ich Idee gehabt. Badass Movement. Genau, und ich habe den Film Badass gesehen, war so geflasht davon, dass ich dachte, Alter, wir gründen das verfickte Badass Movement. Yes, Badass ist einfach ein fresher Name. Ganz genau. Hand hat uns gefragt, was kommt so als 1000 Abo Special? Ja, was du, kommt denn so? Hand. Ich denke, das hat sich erledigt. Philipp Bühm fragt bei YouTube, wie wäre es denn, Waren Creeps in einem Video oder wieder ein paar Verschwörungstheorien. Und weißt du was, Philipp Lühn? Wir sind gerade dabei, ein neues. Eins von beiden, ich sag nicht welches. Ja, am Freitag kommt das neue raus. Es wird ein Bei welchem Netzwerk seid ihr? Gar keinem. Bei Mediakraft. Mediakraft ist gar nicht mal so schlecht wie die Labern. Aber wir profitieren davon. Genau. Fertig. Mehr brauchen wir gar nicht. Richtig. Und dürfen wir auch gar nicht zu sagen. Genau. Jihan aus YouNow fragte uns, wie seid ihr von YSB zu Badass Movement gekommen? Dazu muss man auch sagen, dass YSB ja gar nicht tot ist. Nee. Richtig. Es ist halt YSB, das sind ich und Thomas. Genau. Und ich war als Solo als Silence. Also damals hat er allein gerappt, wir haben schon immer zu zweit gerappt, als Young Street Boys. Und irgendwann dachten wir, weil wir eben eine Zeit lang einfach viel zu dritt unterwegs waren und auch alle Musik gemacht haben, dass wir einfach zu dritt was machen wollen. Und dann kam Badass Movement. Ganz genau. Sommer 2015 kommt unser Mixtape raus. Vielleicht kommt dann ja mal wieder was von den Young Street Boys. Genau. Seid gespannt. Aber Badass Movement ist halt jetzt so unser Ding. Ganz genau. Das ist oberste Stelle. Dann wollen wir mal YouNow öffnen. So, dann öffnen wir jetzt mal YouNow und beantworten da ein paar Fragen. Genau. Yep. Oh, what we know, baby, baby, you know me, don't really need really what people see. That's right, hit the road, Jack. Yeah, and don't you come back no more, no more, no more, what you say? Guckt ihr Dschungelcamp? Wenn ja, wer ist euer Lieblingskandidat? Läuft Dschungelcamp schon wieder? Angeblich ja. Ganz klar. Wenn ihr das sagt, das läuft, dann läuft's. Wir gucken keinen Fernsehen. Wir gucken zumindest nicht RTL. Ja. So. Ja. Also deswegen das ist gucken, schon wir Antwort genug. Gucken wir auch kein Dschungelcamp und. Nein, nein. Ich wollte mal wissen, was ihr machen würdet, wenn ihr mit YouTube nicht mehr weitermachen würdet. Musik, ne? Ja. Erstmal Musik. Und wenn das nicht klappt, Lehrer werden. Wenn ihr einen Wunsch hättet, welcher wäre das? Wenn wir nur einen Wunsch frei hätten, welcher das wäre? Unverschämt reich sein. Den Weltfrieden. Nein, ich weiß was Besseres. Ja. So superkräftig wie Superman. Würdet ihr für 1 Million Euro mit YouTube und Musik aufhören? Definitiv? Nein. So. Möchtet ihr mal eine Familie? Yes, natürlich. Werde nicht.
Ja, aber jetzt noch nicht. Okay, Nadine 1996, welche Superkraft hättet ihr gerne? Obwohl, warte, es gibt auch coolere bestimmt als bei mir. Ja klar. Jeder sagt mal was. Komm, und ich entscheide mich. Eine Superkraft? Spinnennetze. Ich würde Fliegen nehmen. Superstärke. Was wolltet ihr als Kind mal werden? Tierarzt. Ja, Tierarzt. Wir beide. Astronaut. Ich wollte früher immer so Schauspieler werden als Kind. Ja, und dann hast du erst gemerkt, wie scheiße die deutschen Filme sind. Ja. Man will immer Schauspieler werden, so, ja. Aber keiner will in deutschen Filmen mitspielen. Celine Foster fragt, wie viele Kinder möchtet ihr mal haben? Zwei. Zwei. Erster Junge, zweite Mädchen. Auf jeden Fall muss ein Junge dabei sein. Ja. Jada Million fragt, was ist, wenn kein Junge dabei wäre? Igor, Mann. Was denn? Ja, dann würden wir das Mädchen verkaufen und weiter an Jungen arbeiten. Emily B. fragt, wie alt muss eure feste Freundin ungefähr sein? 17. Ab 20. Also es liegt auch daran, dass wir alle unterschiedlich alt sind. Eine Frage von Maika. Schaut ihr eher Horrorfilme, Thriller-Actionfilme oder was? Ich schaue gerne Superheldenfilme, Horrorfilme. Ja, ich könnte mir jetzt auch kein Genre ehrlich gesagt rauspicken. Mein Lieblingsgenre bleibt für immer, glaube ich, Horror. Ich gucke gerne Science Fiction, ist mein Lieblings. Jada Million fragt wieder, hattet ihr schon mal Haustiere? Jada, du solltest fragen, was für Haustiere hatten wir nicht? Auch schon Pferde, Hunde, Katzen, Schildkröten, Fische, Haie, Tintenfische, Kaninchen, Zwerghamster, Vögel, Degos. Es war viel zu viel. Ja. Maika fragt wieder, würdet ihr sagen, eure Kindheit war schön? Ja, ich schon. Auf jeden Fall, unsere Eltern haben immer das Beste für uns gewollt und auch gemacht. Genau, die haben ihre Möglichkeiten genutzt. Ich habe ein Bild mit Batman. Ja, wir alle klein, ne? Wir haben alle drei ein Bild mit Batman, also war unsere Kindheit schön. Ja. Haha, wisst ihr schon, ob ihr nach Österreich kommt? Von Emily B. Ja, wir kommen nach Österreich, wie wir gesagt haben. Die Frage ist immer nur, wann? Celine Foster, was ist euer Lieblingswunsch? Hatten wir es nicht schon? Wie war eure Schulzeit? Sehr lustig. Aber wir hatten auch viele Probleme, aber haben sie alle gelöst? Ja. Ich würde sagen, eine starke Klasse. Also bei mir sehr abwechslungsreich. Jada mal gefragt, habt ihr irgendeinen Lieblingsrapper? Ja, im Moment ist meiner Jay-Z. Schoolboy Q. Im Moment ist meiner immer noch the one and only Tupac Shakur. Könnt ihr einmal einen unserer peinlichsten Fotos Video drehen? Ja. Ich habe eine Idee. Ich würde sagen, wenn dieses Community-Video mindestens 50 Mal geteilt wird, dann machen wir ein peinliches Fotos Video. Dennis, warum habe ich immer Albträume, wenn ich von dir träume? Weil du mich immer als LKW-Fahrer siehst. So, Emily, warum träumst du von Dennis? Carina fragt, was ist das Peinlichste, das euch je passiert ist? Zu viel. Es gibt sehr viele Sachen. Ja. So, Jada Million, welches Tier würdet ihr sein, wenn ihr eines sein könntet? Wow. Ein Tier? Ja. Das ist eine sehr gute Frage übrigens. Ich wäre ein... Ja, ich wäre auf jeden Fall ein Affe. Das bist du doch schon. Ja, das bist du. Tschüss. Ciao. Panda wird behandelt wie König. Ich glaube, es macht ganz schön viel Spaß. So ein Komodo-Waran wäre bestimmt Killer, Alter. Du machst allen Menschen Angst. Echt? Also ich wär lieben gerne ein Panda. Wie würdet ihr euch mit einem Wort beschreiben? Charismatisch. Strange. Crazy. Crazy. Ja. Wann kommt dieses Frage an? Heute, am Dienstag. Genau, heute, Dienstag, 14 Uhr. Es sendet doch gerade, oder? Also. Carina, Gummibärchen oder Schokolade? Gummibärchen, definitiv. Ja, Gummibärchen. Rina, Dennis und Igor, wart ihr schon mal wo richtig verliebt? Im Café. Reicht dir das als Antwort, Rina? Ja, natürlich waren wir das. Also nie so richtig. Dennis, bist du LKW-Fahrer? Ja. Nächste Frage. Okay, Carina schreibt. Carina, bist du wie Kev? Fährt ihr dieses Jahr in den Urlaub und dreht ihr da auch Videos? Ja, das machen wir. Ja, ich sogar zweimal. Einmal mit dem und einmal mit dem. Ja, weil der nämlich nicht mit mir fahren will. Michelle Sommer fragt, Facebook oder Twitter? Facebook, das ist klar. So, Maike nochmal, was war eure Lieblingsserie, als ihr noch klein wart? Ich kenne eure. Deine. Sag. Teletubbies. Ja, ganz klein Teletubbies, aber so... Musste ich mir mit die Mann sehen, weil sonst hat Dennis nämlich... geweint. Das war ich als zum Aufwachsen Dragon Ball. Dragon Ball und Yu-Gi-Oh! Ja, Yu-Gi-Oh! Aber Dragon Ball war immer so... Immer mehr, immer viel mehr. Darkwing die Ren und Stimpy Show. Genau, fragt... So, ich geh gespinkeln, Leute, ich schätze nicht mehr aus. Genau. Sorry! Wir antworten in der Zeit auch für Dennis mit. Digimon oder Pokémon? Pokémon. Katrin S. Digimon oder Pokémon?
Pokémon. Pokémon. Und Dennis würde jetzt auch sagen? Pokémon. Pokémon! Wenn von den Teletubbies mochte er am meisten? Dennis ist gerade nicht da. Dennis ist gerade nicht da, sorry. Ich glaube, er mochte alle gleich. PS oder Xbox? PS auf jeden PlayStation. Fall. PlayStation. Xbox kaufen, nur... Minus, Leute. Beschreibt euch gegenseitig mit 3 Wörtern. Tschüss, das heißt, jeder muss dann 9 Wörter benutzen. Kennt ihr Prinz Pi? Na klar kennen wir Prinz Pi. Carina. Der war früher Prinz Porno, Alina. Digimon oder Pokémon? Pokémon. Nee, Pokémon spielen, Digimon seht ihr. Okay, welchen Teletubby? PS oder Xbox, PlayStation. Welchen Teletubby macht es am meisten? Dipsy. Okay. Beschreibt euch gegenseitig mit 3 Wörtern. Okay. Du fängst an mit uns beiden, dann noch du. Ja. Tollpatschig, verrückt und boah, Digga. YouTube liebend. Sexsüchtig. Alt. Ideenlos. Auf jeden Fall sehr nett, sehr lustig. Danke. Satz Igor. Oh. Bösartig. Bösartig. Okay. Gotteslos. Gotteslos, okay. Aber interessiert. Aber oh, das passt eigentlich perfekt. Wenn ihr euch eure Haare färben müsst, so. Welche Farbe würdet ihr nehmen? Fragt Carina. Blond. Schwarz. Ich würde bei meiner bleiben. Blond. Machst du dieselbe Haarfarbe? Wow, das. Sieht echt gut aus. Das ist auch neue Haarfarbe, Bruder. So. Nadine, 1996. Oh, was findet ihr bei einer Zombie-Apokalypse tun? So, da gäbe es eigentlich jetzt 2 Möglichkeiten. Du verbarrikadierst dich, ja. Oder du läufst weg. Aber das Zweite würde ich eher nicht in Ansicht nehmen. Echt nicht? Doch, ich würde so Walking Dead mäßig. So erst später erst. Erst wenn ich mal... Nee, ich würde anfangen schon. Das Ding ist, es kommt drauf an, wo wir sind. Hier hätte ich jetzt keine Chance. Ja. Aber dann würde ich auf jeden Fall erst weglaufen, mich mit Leuten zusammentun und dann kämpfen, ne? Und was, wenn du dann alleine bist? Ja, aber guck mal, wenn du alleine bist, dann überlebst du sowieso nicht und dann doch lieber kämpfen. Ja. Auf jeden Fall, wie wir alle wissen, das wäre frei, wenn Zombie-Apokalypse, ne? Und wenn du kämpfen würdest, das wäre frei Schein zum Scheiß bauen. Du könntest überall einbrechen, du könntest dir alles klauen und du könntest dir jede Karte holen, du könntest alles machen, was du willst, weißt du? Was sollen die Zombies machen? Dich verhaften? Maika, glaubt ihr, dass das Universum unendlich ist? Müsste das nicht auf einmal aufhören? Was denkt ihr, ist das im schwarzen Loch? Maika, beschäftige dich, genau, lies ein Buch und warte. Ich zeig dir ein Buch, das sind alle Antworten. In diesem Buch hier stehen alle Antworten. Genau. 345. Wann habt ihr das letzte Mal geweint? Boah, das ist aber Rina. Boah, Rina. Das ist eine sehr, 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 sehr schwierige Frage. Ich weiß das ehrlich nicht. Aber wirklich, das ist mal geweint, auch vom Freude. Das war ein Paris, ne? Ja. Danach habe ich es nicht geweint. Als wir Vize-Weltmeister wurden. Ja. Carina fragt, wie viele Tattoos habt ihr? Thomas hat 1, Dennis hat 2, ich habe 10. Nein, 9. So. Outro? Ja. Outro, yo, yo, yo. So, Leute. Wir machen jetzt Endcard, ne? Brauchen wir jetzt. Ja, genau. Eine Endcard sind wir. Oh, wir sind eine Endcard. So, So, Leute, das war's jetzt mit dem Frage-Antwort-Video. Ihr könnt uns natürlich jetzt schon unter diesem Video Fragen für das nächste Video stellen. Ganz genau. Jetzt aber auf jeden Fall in die Kommentare bei YouTube. Alle Fragen beantworten wir unter dieses Video. Genau. Und dann kommt ihr in der nächsten Folge, vielleicht schon nächsten Dienstag, vielleicht übernächsten Dienstag. Ich glaube, hier bei Igor kommt jetzt zu unserem anderen Video. Ja, wo sind jetzt links und rechts? Gibt es jetzt 2 Videos. Ja. Also hier irgendwo war dann andere Videos. Wie sieht das? Ich glaube, nur da ist ein Video, oder? Ja, stimmt. Oder da. Da. Da kommt jetzt unser Bad Friday. Am Bad Friday erschien dieses Video hier. Walking Dead. Okay, unten auf die Pfeile kommt ihr zu unserem letzten Video. Das neue Mitglied. Und rechts kommt ihr zu unserem theoretisch nächsten Video. Ich bin eh mal zu voll, deswegen baue ich mal rechts ein Überraschungsvideo ein. Lasst euch überraschen. Genau, wir sehen uns wieder am Freitag. Wollen wir noch ein bisschen abspacken und ich mache uns unzensiert? Ja. Wie unzensiert? So, den unzensiert sag ich schon. Verschwamm und danach hört man wieder You and Me. Ja? Ja. Okay. Und go, 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 go. Yeah. Peace out und
means Bad Friday. Dienstag Community Tag. Yo, was poppin'?